Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge sind wir auf Geheiß von Halfdan hier zum Kriegslager von Farabit gereist und wir haben dem praktisch den Auftrag gehabt, ihn heimlich mal zu beschatten und zu gucken, ob er noch loyal ist. Wir haben ihm im Laufe des Gesprächs allerdings gesagt, dass Halfdan an ihm zweifelt und er hat es darauf nicht weiter eingegangen, nachdem er sich ein bisschen Luft gemacht hat, seiner Unmut. Und ja, jetzt kämpfen wir uns erstmal hier den Weg gegen die Pikten frei. Und ich hoffe, dass sich das Ganze dann nach der Schlacht dann aufklären wird. Tor sei Dank, wir haben es geschafft. Das war gute Kriegskunst. Diese Höhle ist ein Durchgang. So überwinden die Pikten den Berg. Ein Geschenk. Du verfolgst sie durch die Höhle. So. Wir gehen außen herum und schnappen alle, die entwischen wollen. Ja, genau, ich gehe ganz alleine durch die Höhle und jage die Pikten. Sagen die, oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Dann sind die hier in die Höhle geflohen, dann sollen wir hier alleine reingehen. Also es ist ein bisschen eigenartig. Ganz kleines bisschen eigenartig vielleicht sogar. Ja. Jede Menge Tote. Jede Menge Ratten. Aber warum? Was passiert hier? Ist das eine Piktenhöhle oder ist das eine Falle für uns? Okay, wir müssen da also doch oben lang. Kommen wir gar nicht mehr hoch, oder? Obwohl, wir können ja einfach hier hochklettern. Machen wir das auch manchmal echt zu schwer. Aus wie ein Opferaltar. Opferaltar-Arena. Könnte auch sein, dass wir hier gleich einen Bosskampf kriegen. Langsam. Sofort da runterrutschen. Ach, was soll's. Auf geht's. Und hier kommen wir nicht hoch. Da kommen wir auch nicht hoch. Das ist ja nie verkehrt, wenn wir davon ein paar einsammeln. Das ist halt nur die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Das sieht aus, als müssten wir dort rüber. Aber damit da rüber zu kommen, müssten wir erstmal dort hoch klettern können. Zaubererhöhle, okay. Das klingt ja auch mal wieder sehr verheißungsvoll. Ui, nicht da hochspringen. Auf jeden Fall ein nettes kleines Jump and Run hier zwischendurch. Hier geht's runter. Erstmal schauen, müssen wir uns vielleicht oben irgendwo festhalten. Könnte sein, aber irgendwie bringt uns das. Okay, hier können wir uns auch festhalten. Na? Können wir da nicht durch? Doch. Na los, komm. Dann. Hier sind mir eindeutig zu viele Tote. Liegt Lack hier im Brief?
Nee, Fackel haben wir da hingeschmissen. Die liegt nicht. Runenfluch. Dieser Fluch befalle alle, die auf mich spucken. Deine Knochen werden Stein und dein Hunger bricht nie ein. Dein Herz verknöchert sehr und dein Blut, es fließt ins Meer. Bis die Hörner am letzten Tag erschallen, bis vom Fluch du nun befallen. Okay. Vereinen wir uns mit unseren Freunden, dann schmausen wir wie Könige. Denk an meine Worte. Falsche Seite der Mauer. Achso, er hat uns erstochen. Na gut. Jemand unterstützt die Pikten bei ihrem Kampf. Nur wer? Vielleicht dieser seltsame, komische König. Ihm schien das ja schon nicht gefallen zu haben, dass er von Halfdan immer so untergeputzt wird. Kann sein, dass er den Pikten ein Angebot gemacht hat. Das weiß man ja nicht. Wir werden sehen. Die Pikten sprachen von Stenwege, ihrem Lager. Das ist im Norden. Dort ist vielleicht ihr Anführer. Dänen, weg! Haltet sie auf, bevor sie Stenwege erreichen! Sie haben uns entdeckt! Lauf voran! Schneller! Schneller! Ulf! Ulf! Ruf für Ulf! Der letzte. Sammeln wir uns bei Stenwege. Wir müssen heute. Sammeln wir uns bei Stenwege. Das war doch eine gute Verfolgungsjagd, oder, liebe Leute? Oh Mann. Sammeln wir uns bei Stenwege. Wir müssen heute. Doch, wir haben keine Pfeile mehr. Naja. Jemand oder irgendetwas hat uns gesehen. Gegen wen kämpfst du hier? Alle. Jetzt war er mit hier schon ganz hingelaufen. Lässt er einfach zwischendurch mal neu gespawnt. Im Winter nicht oft auf Raubzug. Ihre Späher sind tot. Die Pikten wissen nicht, dass wir hier sind.
Die Hornissen haben uns zu ihrem Nest geführt. Da oben ist mehr als nur ein Anführer. Sieht wie das Kriegslager eines Heeres aus. Aber würden die Pikten es wagen, im Winter anzugreifen? Halfdan zufolge nicht. Und die Pikten könnten das zu ihrem Vorteil nutzen. Finden wir es heraus. Ein Kriegslager der Pikten. Warum führen die Pikten im Winter Krieg? Sie müssen einen Grund haben. Etwas, wofür es sich lohnt. Und da jetzt gucken? Naja, die werden irgendwelche Versprechungen von irgendjemandem bekommen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Und nun zum Häuptling der Pikten. Ja, dafür müssen wir aber erstmal da irgendwie reinkommen. Ach, hier kriechen sie auch schon durch. Was ist im Busch? Lager der Pikten und wir greifen es natürlich an. Können wir hier rein? Können wir hier einen kleinen Schleichweg nehmen? Sind aber auch immer irgendwie, dass die irgendwo auf Dächern sitzen oder so, ne? Höchst eigenartig. Gut, dann kämpfen wir offen. Dann kämpfen wir offen gegen das ganze Kriegslager der Pikten. Kopflose Recke, Recke sag ich schon, Lächer. So. Mein Dank. Liegt noch jemand? Müssen wir auch nochmal wiederbeleben. Okay, dann gehen wir durchs Haupttor wieder rein. Ist das überhaupt der richtige Weg hier? Hier müssen wir hoch. Okay, es ist verriegelt. Vielleicht können wir hier hoch. Nee, können wir nicht.
Okay, wir müssen irgendeinen Weg finden, dass wir rein können. Ist das gar kein Pekte? Ganz eigenartig. Ja, schade, jetzt haben wir einen Haufen Pfeile verschossen. Aber hier gibt es ja auch noch ein bisschen was. Okay, anscheinend haben wir den Schlüssel auch schon gefunden, was sehr praktisch ist. Das war gerade eine gute Kill-Reihenfolge. Drei Stück im Gleichmodus gekillt. Ja, das ist schon nicht schlecht. Da kann man schon stolz drauf sein. So. Okay, hier müssen wir rein. Das ist klar, dafür haben wir natürlich den Schlüssel noch nicht. Wird ja bestimmt irgendwo ein General oder ein Hauptmann rumlaufen, der diesen Schlüssel bei sich trägt. Macbeth. Nicht schlecht. Ich glaube, das war auch nicht gewollt, dass die so einfach zu besiegen ist. Die war halt ziemlich schnell down, was ihr Schild angeht. Oder ihren Schild angeht. So. Hä? Das ist ein Tothaufenthron? Nee. Sieht nur so aus. Da hinten kommt noch jemand hinterher. Okay, der war schneller tot, als wir unseren Stampfangriff machen konnten. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rein. Da ist der Anführer. Jetzt steige ich ihn nieder. Du stirbst. Erstaunlich schnell, würde ich sogar sagen, stirbst du gerade. Du bist auf der falschen Seite des Riesenwalds, mein Freund. Bist du gekommen, um im Winter Krieg zu... Du Narr, vielleicht hätte er geredet. Wir haben, wofür wir herkamen. Ist das okay, das macht ihn sehr verdächtig. Ich nehme ein paar Fässer. Und das Silber dort. Ulf, das ist Halfdans Anteil. Eivor, gerade rechtzeitig, um die Beute aufzuteilen. Nimm dir Met, wenn du magst.
Die Pikten sind in Margon. Die Karte macht das deutlich. Ah, das Wolfsmal liest also. Das ist Zeder, düstere Magie, von der ich mich fernhalte. Alles hat seine Zeit. Erst Schätze und Beute und später die Pikten. Du hast es dir verdient. Es sollte uns gehören. Wir haben die Arbeit gemacht, die ganze. Während Halfdan seinen Pimmel in einem Sachsenschloss warm gehalten hat. Schlag doch dieses Fass an und wir kosten. Wir feiern. Zusammen. Tut mir leid, Eivor. Das ist Halfdans Teil. Das verstehst du doch. Ich will es nicht zweimal sagen. Mach den Wein auf und trink mit mir. Wenn es sein muss, trinken wir was von dem stinkenden Wein. Ein bisschen sauer, aber nicht schlecht. Ich war immer eher für Ale zu haben. Oder gewürzten Met. Was ich nicht trinke, sind Moiras Kräutergebräue. Sie behauptet, es wären Stärkungstränke, aber keiner weiß, was sie darin versteckt. Moira, ich habe sie auf dem Fest getroffen. Sie ist eine Kräuterkundige aus dem Norden. Schleicht immer im Schatten von Halfdans Thron herum. Der Thron ist groß. Schleicht ihr nicht alle gelegentlich um ihn herum? Verstehe. Weil Halfdan mich für treulos hält, vertraust du mir nicht. Hat unser Schlachtenband mir nichts bei dir eingebracht, Eivor? Zweifel ist ein zu starkes Wort. Aber es gibt ein Gefühl des Misstrauens. Ich will, dass dieses Bündnis fest wie Eisen ist. Dann lass mich deine Meinung ändern. Ich habe einen Plan, wie wir diesen Krieg endgültig gewinnen, ehe der Winter da ist. Margon ist ein starkes Kastell. Aber wir greifen aus dem Süden an. Wenn wir schnell sind, überraschen wir sie. Mit Halfdans Segen würde ich überall neben dir kämpfen. Sag mir, wo und wann. Nein, Halfdan kämpft nicht im Winter. Für ihn ist das Wagnis zu groß. Doch ich sage, wir können diesen Krieg vor dem nächsten Schnee gewinnen. Wenn wir ihm von diesem Plan erzählen, wird er ablehnen. Doch wenn wir Erfolg haben, du und ich, wird er uns umso lauter preisen. Mann, ja, es ist ja im Prinzip. Was meint er mit, lass die Götter entscheiden? Das ist auch eine komische Antwort. Weder in dieser noch der nächsten Welt gibt es Geheimnisse. Der Allvater sieht alles. Nicht Odins Auge, sondern Halfdans Zorn sollten wir fürchten. Ich muss für eine Weile nach Doncaster zurück, aber ich werde mich dieser Schlacht anschließen. Übergib diesen Kelch meinem Jarl. Er schätzt sie sehr. Und sag ihm, sein Anteil an der Beute folgt. Wenn du bereit bist, komm zu mir im Heidelager, nahe Jofovik. Halfdans Anteil schrumpft nach jedem Sieg. Wie sein Schwanz, was? Also es ist ja ganz offensichtlich, dass unter den Männern von Farovik hier eine Abneigung gegen Halfdan steht. Und auch, dass er jetzt den Pikten dort gekillt hat. Halfdan wird in Doncaster auf sein Geschenk warten. Lass sie nicht ungeduldig werden. Gefällt mir gar nicht, weil das könnte eher bedeuten, dass er was vor uns verbergen will. Und er hat uns diese Karte gegeben, wo halt drin stand, da müssen wir hin. Ich vertraue dem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er kann uns auch bewusst, Zaubererhöhle, immer noch, kann uns auch ganz bewusst in diese Falle gelockt haben. Also, aber wir werden die Kräuterfrau in der nächsten Folge nochmal befragen und dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht starten wir Halfdan noch Bericht. Müssen wir mal schauen. Gut, liebe Leute, ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt ganz entspannt und ja, wir sehen uns dann übermorgen. Ciao, ciao.